Ja, die Bustouristik Scherzer, wir sind heute an einem historischen Ort. Wir besuchen heute Markus Wasmeyer in seinem wunderschönen Freilichtmuseum. Und wir haben heute zur Historie gleich mal einen Martin Schaaf mit dabei mit seinem schönen 56er Mercedes-Bus aus den Mannheimer Motorenwerken und den er mit vielen Tausenden von Arbeitsstunden wieder restauriert hat. Und passend zum Bus das schönste Museum in Oberbayern. Wo also wirklich der Markus Wasmeyer mit viel Liebe und Herz das aufgebaut hat. Also da treffen sich zwei, die 100% hinter ihrem Unternehmen stehen und das auch deutlich gezeigt haben. Herr Schaaf, wir haben uns vor einigen Wochen schon getroffen bei Ehrenhaufen Betriebsgelände. Ein Haufen Busse auf dem Betriebsgelände standen, ich glaube 6 waren angemeldet. Wie ist da der aktuelle Stand? Hat sich schon ein bisschen mehr getan jetzt? Leider nein. Wir haben aktueller Stand knapp 50% der Flotte noch stillgelegt. Seit Lockdown, also ja, ist bitter mittlerweile. Ja. Tut sich auch ein bisschen was mit der Förderung. Also wir haben da mal gehört, dass Baden-Württemberg jetzt zum Beispiel seinen Busunternehmern nochmal extra Unterstützung gewährt, weil sie eben in dieser Notlage sind. Haben Sie da von bayerischer Seite auch die Hoffnung, dass da noch ein bisschen was kommt? Hoffen tun wir immer, keine Frage. Nur die letzten Informationen sind, dass landesseitig Bayern keine branchenspezifische Förderungen stattfinden sollten. Wir hoffen trotzdem und bleiben dran, dass es vielleicht da noch was gibt. Ansonsten bleibt der letzte Punkt jetzt die Bundesförderung, die 170 Millionen Variante, die gerade bei den ersten Unternehmen jetzt in Auszahlungen losgeht. Ja, das ist auch übrigens zu den 170 Millionen Euro, gehe ich gleich zu Markus rüber, da möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Bei unserem letzten Treffen hier hast du uns am Schluss gesagt, Daumen drücken für Berlin. Mhm, genau. Das hat geholfen bei dir. Das freut mich. Das Geld ist sozusagen zugesagt worden von Herrn Scheuer und ist also, wenn wir da gerade gehört haben, auch schon ausbezahlt oder wird zum Teil schon ausbezahlt. Seit wir da bei dir waren, sind schon jetzt mehrere Gruppen auch da gewesen? In welcher Form waren es da? Naja, gut, es sind mehrere Busse gekommen. Natürlich braucht es auch ein bisschen mehr, dass dann einmal 50 Leute zusammenkommen, weil es ja so mit, sagen wir mal, 16 bis 18 Personen bestückt waren. Und wir können auch jederzeit, und das ist, glaube ich, das Problem, was man ja schlecht kommunizieren kann, in auch den Busunternehmen, dass wir auch 50 Leute locker auch führen können, weil das Gelände so groß ist und wir haben so viel Weite. Wir teilen es in kleine Gruppen auf, was fast so sogar noch ein bisschen einen Mehrwert hat, weil man noch intensiver mit den Gästen dann in Kontakt kommen kann. Also Kontakt, also schon mit Abstand, aber einfach diese Geschichten noch detaillierter erzählen kann, als wie wenn es eine ganze große Gruppe ist. Und die haben das auch alles gemacht und waren eigentlich alle ganz begeistert. Und dadurch, dass der Sommer eigentlich sehr, sehr schön war, ist auch im Biergarten viel Platz. Und im Notfall bei Regen, weil wir haben 300 Plätze in der Gaststätte, da kann man sich also wirklich schon auch dementsprechend in, sagen wir mal, der vorgegebenen Form praktisch dann platzieren, ohne dass man da Gefahr geht, dass man irgendwo einen Kontakt kriegt. Wir haben jetzt aus dem Busgeschäft raus, wissen wir ja alle, Weihnachtszeit ist eine ganz wichtige Zeit. Jetzt viele Städte diskutieren über den Weihnachtsmarkt, aber haben ihn auch schon abgesagt. Und ihr habt einen ganz schönen Weihnachtsmarkt bei euch im Museum. Wie schauen denn da die Planungen aus zurzeit? Die Planungen sind so weit, dass wir eigentlich klar sind, dass wir einen machen wollen. Ob das jetzt natürlich der Weihnachtsmarkt auf den eines Wochenende bezogen ist, das glaube ich jetzt eher nicht. Ich glaube, wir machen es eher auf verteilt. Das heißt einmal die Sonntage ganz gewiss, vielleicht kommt auch der Samstag noch dazu, um praktisch mit einer Weihnachtsausstellung mit einzelnen kleinen, natürlich mit Abstand, die Fläche ein bisschen auszunutzen. Ja, das ist anders da wie sonst. Sonst ist es ja sehr gedrängt, wie in einem Dorfplatz. Und das werden wir sicher ein bisschen auseinanderziehen, sodass wirklich auch nicht nur den Gästen gegenüber, sondern auch den Mitarbeitern gegenüber der Abstand eingehalten wird. Ich habe schon so fast zurück ins altbayerische Dorf. Das heißt, das ist ein bisschen, sagt man modern, back to the roots, zurück in die Vergangenheit, wo es einfacher, vielleicht sogar mehr ist. Vielleicht ist es eine Chance, was zu kreieren, was Besonderes ist. Ja, der Satz, einfacher ist manchmal mehr, glaube ich, da sind wir gerade alle ein bisschen drauf, weil die Massen halt einfach jetzt in der Form nicht möglich sind und die Regelungen, die wir jetzt alle in Bayern haben, werden sich ja so schnell nicht ändern. Genau. Also wir werden das auf alle Fälle kundtun, dass ihr das gleich weiterleiten könnt, sobald die Planung steht. Und auch, dann, klar, ganz allein brauchen wir es nicht, wir brauchen auch ein paar, die da noch mitarbeiten.
dass unsere ganzen Handwerker mitmachen und so weiter, sodass auch praktisch das Handwerk trotzdem noch da ist. Also ihr kriegt sofort Bescheid. Ja, das machen wir sofort auch. Wir schicken alles raus, informieren, weil wir haben ja mit der Bustouristik Schweiz sehr viel Kommunikation mit den Busunternehmen jetzt in allen Gebieten und sehen auch, dass es ein wichtiges Instrument geworden ist, dass ein Busunternehmer und ein Ausflugsziel oder Hotelier oder Gastronom mal gezeigt wird, dass das alles zusammengehört. Das ist das Fahrzeug dazu, das verbindet alle miteinander. Und wenn wir jetzt die modernen Busse sehen, der gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Aber wir haben jetzt gerade einen sehr modernen Bus gesehen von der TSG Hoffenheim, der gerade im Rottach steht. Alle Minuten wird die Luft austauscht, sicherer kann man nicht mehr Bus reisen. Und das ist eigentlich das Credo an alle. Steigt wieder eine Busse, fahrt wieder mit. Was Schönes gibt es nicht. Und nur so solche Plätze kann man mit dem Bus wirklich ganz toll erfahren. Sage ich Dankeschön fürs Gespräch und pfiat euch alle miteinander. Pfiat euch, macht es gut. Pfiat euch.